Jetzt live aus Köln, der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind an diesem Sonntagmittag. Der Sommer hat erkennbar seinen Höhepunkt überschritten. Das Superwahljahr 2021 wirft seine Schatten voraus. Aber für eines haben wir noch nicht das richtige volle Gespür entwickelt, nämlich wie tief der Einschnitt in der politischen Geschichte der Bundesrepublik sein wird. Zum ersten Mal tritt eine amtierende Kanzlerin nicht zur Wiederwahl an. Angela Merkel will und wird wohl das Amt abgeben. In einer so krisenbehafteten Situation, in der wir sind, in einer so unruhigen Welt, ist die Frage ihrer Nachfolge eine zentrale Zukunftsfrage für die Republik. Die SPD hat mit Olaf Scholz schon einen Kanzlerkandidaten nominiert. Aber wahrscheinlicher ist, dass die Union wieder den nächsten Kanzler stellt. Und wenn die CDU mit ihrem Vorsitzenden weiterhin wirklich das erste Zugriffsrecht hat, dann muss man auf drei Männer aus Nordrhein-Westfalen schauen. Pardon. Den Ministerpräsidenten Laschet, den Wirtschaftsanwalt Merz und den Außenpolitiker Röttgen. Und dann ist da noch der CSU-Vorsitzende Markus Söder, der, wie er immer beteuert, seinen Platz in Bayern sieht, auch wenn man ihm das lange nicht geglaubt hat. Aber nun, nach der wohl schwersten Panne in der bisherigen Corona-Krisengeschichte, die ausgerechnet in seiner Verantwortung passierte, könnte sich auch da die Perspektive verändert haben. Unser Thema heute, die Union unter Zugzwang. Wer wird Nachfolger von Angela Merkel? Und das sind die Gäste, auf die ich mich freue. Aus Berlin, aus dem Studio des ZDF zugeschaltet, Christina Dunz, die stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. Ich begrüße herzlich ebenfalls in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg zugeschaltet Markus Feldenkirchen, politischer Autor beim Nachrichtenmagazin Spiegel. Hier bei mir in Köln ist Martin Machowetz. Er berichtet für die Zeit aus dem Büro in Leipzig. Und herzlich willkommen auch an Roman Deininger, der für die Süddeutsche Zeitung in München die Landespolitik und ganz nah und intensiv den Ministerpräsidenten beobachtet. Willkommen, aber wir hören zuerst kurz der Frau zu, um deren Nachfolge es geht. Angela Merkel war diese Woche in Nordrhein-Westfalen und hat sich am Dienstag über den dortigen Gastgeber Armin Laschet geäußert. Wenn Sie das größte Land, Bundesland der Bundesrepublik Deutschland regieren, in einer Koalition CDU, FDP, die effizient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat. Aber das war es dann auch von meiner Seite. Alles andere werden die Delegierten des Parteitages entscheiden. Frau Dunz, Rüstzeug, das Gewicht hat, Merkel-Sprache. Eine Höflichkeitsfloskel oder wollte sie uns etwas mitteilen? Naja, sie hatte ja schon eine Äußerung gemacht, als sie mit Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, in Herrenchiemsee war. Da ist sie ja gefragt worden, ob er denn Kanzler könnte. Und da hat sie ja gesagt, er ist ein guter Ministerpräsident. Insofern war klar, dass sie in Düsseldorf auch noch mal angesprochen werden wird und etwas über Laschet sagen musste. Und klar ist, dass die CDU auf jeden Fall einen Parteivorsitzenden aufstellen muss, der auch Kanzler werden will. Wenn sie das im Dezember oder wann immer der Parteitag sein wird, nicht erheben würde, diesen Anspruch, dann wäre sie schon an sich geschwächt. Und sie wollte ihm, glaube ich, jetzt nicht noch in die Parade fahren. Wenn sie also mit einer negativen oder einer kritischen Bemerkung und wenn die Kanzlerin Rüstzeug sagt, was Gewicht haben wird, dann hat sie zumindest erstmal ihm den Weg dafür freigemacht. Das ist ein bisschen Rückenwind. Ich würde es nicht überbewerten. Sie hat damit jetzt beide Namen, Söder und Laschet, gleichermaßen ganz gut behandelt. Und der Rest liegt dann ohnehin bei den beiden. Aber wenn man mit der Kanzlerin gut kann, hat man und ein bisschen ihre Philosophie auch teilt, hat man, wie man über viele Jahre gesehen hat, in den Umfragen immer Vorteile. Diese Ausgangslage hat sie Herrn Laschet gewährt. Herr Deininger, Sie haben natürlich den Besuch in Herrenchiemsee beobachtet als bayerischer Landeskorrespondent. War das jetzt einfach das Rückspiel oder haben Sie aufgemerkt über Merkels Worte? Ich glaube, dass Laschet das entscheidende bisschen besser weggekommen ist. Also das Wort Rüstzeug hat einen Unterschied gemacht. Würde ich aber auch nicht überbewerten, weil Frau Merkel sicher also einen Kandidaten ihrer eigenen Partei auch ein bisschen stärker hofieren muss als ein Mann von der CSU. Ja, Herr Feldenkirchen, Sie können das gerne auch noch einordnen, aber wir gehen immer von der Voraussetzung aus, dass Angela Merkel tatsächlich über ihre möglichen Nachfolger spricht. Vielleicht können Sie mir auch noch sagen, ob das aus Ihrer Sicht wirklich ganz gewiss und sicher ist.
Ich sehe zumindest nicht Bewerber, die uns allen bisher noch nicht aufgefallen sind, die da noch im Rennen sind. Nein, also es ist ganz klar, erstmal wird ein CDU-Vorsitzender gesucht. Da sind Friedrich Merz und Armin Laschet sicherlich die Favoriten nach wie vor. Und dann haben wir quasi parallel oder früher oder später, wir wissen es ja alle gar nicht so genau, die Frage, wer darf denn für CDU und CSU, also die Union, als Kanzlerkandidat antreten? Und da hat Markus Söder im letzten halben Jahr dank Corona-Krisenmanagement ein wirklich auch, ich hätte es mir nicht vorstellen können, einen ungeahnten Aufschwung in den Umfragen, in den persönlichen Beliebtheitswerten bekommen. Und deshalb reden wir tatsächlich gerade über die Option, dass Markus Söder Kanzlerkandidat werden könnte. Ich meine, vor einem halben, dreiviertel Jahr wäre ja jeder Journalist noch ausgelacht worden bei dieser Option. Aber Corona und das Empfinden der Bürger, wer denn jetzt gut durch die Krise führt, das hat doch dieses CDU-CSU-Kanzlerkandidatenrennen ordentlich durcheinander gemischt. Ob das Empfinden der Bürger tatsächlich korrekt ist und ob es auch nachhaltig ist, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Wir leben in so schnelllebigen, volatilen Zeiten. Es kann in einem Monat auch wieder anders aussehen. Mhm. Herr Marowitz, Sie beobachten die politische Welt in Deutschland aus Leipzig. Da ist Ihr Büro. Und wenn es einen Satz gibt, der die ostdeutsche Volksseele in den letzten Jahren beschrieben hat, dann hieß der, Merkel muss weg. Was ist Ihr Blick auf diesen Wettkampf, in dem Merkel jetzt versucht, sanft, weiß nicht, zu schiedsrichten oder sich rauszulassen? Also das ist ja ganz interessant, dass die ostdeutsche Kanzlerin Angela Merkel im Grunde da, wo sie zu Hause ist, nämlich im Osten, zuallererst das Fundament ihrer Kanzlerschaft auch hat bröseln sehen. Als sie es nach 2015 nicht so richtig geschafft hat, in die Diskurse reinzukommen, so zu diskutieren, auch so offen zu sprechen, wie sich das viele Ostdeutsche mehr noch und früher noch als die Westdeutschen, glaube ich, gewünscht hätten. Da begann irgendwie der Anfang ihres Endes. Und das Interessante ist, dass die Ostdeutschen das zwar erreicht haben, die Kanzlerin wird schon wechseln demnächst, davon bin ich auch relativ überzeugt, aber ob sie sich wirklich verbessern, das ist noch nicht ausgemacht. Denn alle Kandidaten, die jetzt im Portfolio zu sehen sind, sind nicht zwangsläufig Leute, von denen die Ostdeutschen Hoffnung haben können, dass sie sie ganz besonders gut verstehen und dass sie ihnen ganz besonders weiterhelfen können in Zukunft. Sie haben das so in einem Nebensatz gesagt. Gibt es irgendjemanden in der Runde, der sich vorstellen kann oder einen Weg sieht, dass Angela Merkel vielleicht in einer verschärften Krise von dem Land und ihrer Partei gebeten, doch noch einmal antritt und Kanzlerin bleibt? Oder können wir das ausschließen? Ich würde es ausschließen. Okay. Ich glaube, auch. Dass... Ja. Sie dürfen es auch gerne erläutern, Frau Dunz. Also. Ich glaube, dass die Kanzlerin sehr viel dafür tun wird, dass es trotz Corona zur Bundestagswahl kommt. Es wird noch, auch wir werden noch sehr viel über Briefwahl sprechen. Und sie hat gesagt, diese Legislaturperiode macht sie zu Ende. Ob das dann September oder Oktober werden würde im nächsten Jahr mit einer Wahl, ich glaube, das ist egal. Aber sie wird nicht noch einmal antreten. Sie hat sich entschieden. Darauf kann man sich meiner Ansicht nach voll verlassen. Alles andere würde dem ganzen Abschluss ihrer Karriere auch wirklich, glaube ich, eher das Genick brechen. Das wird sie nicht tun. Ich glaube aber ausschließen, das ist schon was wir uns ja ein kleines bisschen abgewöhnt haben in den letzten Jahren, weil wir sind ja in einer politischen Weltkrise. Ja? Wir sind gerade in einer Lage, in der sich die Dinge so überschlagen. Ich gehe auch fest davon aus, dass sie das nicht tun wird. Sie ist bisher immer eine Kanzlerin gewesen, die extrem zu ihrem Wort gestanden hat. Sie hat ja ein zweites Mal öffentlich, nachdem sie es vor ein paar Monaten schon einmal gemacht hat, jetzt ein zweites Mal öffentlich sehr klar gesagt, dass sie auf gar keinen Fall weitermachen will. Aber ich meine, man soll ja nie sagen. Ich glaube, das hat sie 10-mal gesagt. Ja, es gibt so zwei, finde ich, ganz ikonografische Momente. Aber ich habe das Gefühl, ich habe auch stark das Gefühl, dass sie abtreten wird. Aber es kann ja so viel passieren in den nächsten Monaten. Es ist irgendwie gerade eine Lage, wie wir sie noch nie hatten. Ich wollte nur sagen, vielleicht gibt es ein kleines Restrisiko für die einen, eine kleine Restchance für die anderen, dass sie doch im Amt bleibt. Aber wahrscheinlich ist es natürlich nicht.
Das ist aber genau das Interessante, würde ich sagen. Wenn wir auf unsere aktuelle Debatte gucken, dann ist sie natürlich sehr stark von Umfragewerten geprägt. Und ich meine, wer kennt sich besser aus mit Umfragen, Herr Schönborn, als Sie? Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Und wenn die Bürger jetzt gefragt werden, welche Partei würden Sie denn wählen oder finden Sie derzeit gut? Und die Union schneidet da ja sehr gut ab mit 36-38%, also quasi alte Stärke wieder. Vor eineinhalb Jahren lag sie irgendwie bei 24-26%. Aber wenn Bürger jetzt antworten, dann denken sie natürlich an die CDU, geführt von, also nein, mit einer Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze, die nach Empfinden der Bürger dieses Corona-Management wie in jeder Krise irgendwie ganz ordentlich, ganz solide macht. In den Zeiten zwischen den Krisen ist sie dann immer etwas lethargischer und bräsiger, aber in Krisenzeiten, da steht sie da, da haben die Bürger auch Respekt für sie. So, aber in diesen Umfragen jetzt steckt ja gar nicht die Frage drin, würden Sie auch CDU wählen mit einem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz oder würden Sie Union wählen mit Markus Söder. Insofern haben wir, glaube ich, in der Debatte, geprägt durch Umfragen, natürlich immer eine gewisse Verzerrung. Ich glaube, die Union ist in den Umfragen zurzeit ein Scheinriese, weil sie immer noch von dem Ansehen Angela Merkels profitiert. Die steht aber im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl. Interessante Betrachtung. In der Tat, in dieser Krise hat die Union unter Angela Merkel in wenigen Monaten 10 Punkte gewonnen. In der letzten Krise, in der Flüchtlingskrise, hat sie unter Angela Merkel in wenigen Monaten 10 Punkte verloren. Beides hat sicherlich auch oder stark mit ihrer Person zu tun. Wer ist dann die Union ohne Angela Merkel? Wie viel Substanz, wie viel Rückhalt ist da? Oder ich schließe noch eine Frage an. Ein renommierter Politikwissenschaftler hat mir diese Woche im persönlichen Gespräch gesagt, er hält die strategische Mehrheit der Union für sicher. Er kann sich nicht vorstellen, dass eine andere Partei den Kanzler stellt. Einvernehmen, Widerspruch? Dass ein CSU-Mann wie Herr Söder jetzt überhaupt der starke Mann der Union werden könnte, spricht er für eine Schwäche der CDU und für eine Schwäche der Spitzenfiguren, genauso wie Markus Feldenkirchen gerade gesagt hat. Söder ist da vorne dran, weil seine Umfragewerte am besten sind. Und die einzige Situation, in der jemand wie Söder Bundeskanzler oder Kanzlerkandidat der Union werden könnte, ist natürlich, wenn Laschet und Merz weiter bei diesen traurigen Werten bleiben. Das heißt also, man weiß nicht, wer die Union ist, weil es programmatisch nicht geklärt ist und weil wir nicht mal die Figur kennen, die vorne dran steht. Also zumindest da ist jetzt sogar die SPD schon weiter. Ist die SPD weiter? Bitte, Frau Dunz. Ich glaube, dass wir noch einen anderen Namen auf dem Zettel haben müssten. Das ist Jens Spahn. Es haben zwar jetzt Laschet und Jens Spahn ja mehrfach betont, es wird bei diesem Tandem bleiben. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass je näher es an einen Parteitag kommt, und da muss man noch mal mitdenken, was heute Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat, dass dieser Parteitag eventuell verschoben wird. Aber je näher es an diesen Termin kommt und je schlechter die Umfragewerte für Herrn Laschet werden sollten, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die vielleicht doch noch tauschen. Es heißt in der Union, dass wenn jemand menschlich dazu in der Lage ist, dass das nur Armin Laschet könnte, dass der diese Größe auch hätte, den Platz freizumachen. Und die Werte von Herrn Spahn steigen ja auch, das sehen wir ja auch, die Beliebtheitswerte. Und ich glaube, dass er etwas verkörpert, was auch in anderen europäischen Staaten die jüngeren Leute voranbringen, die ja sehr früh auch in Regierungsämter gekommen sind, wenn man in Frankreich sich das ansieht und in Österreich und in anderen Ländern, dass da doch noch mal so eine Bewegung aufkommen könnte, dass Jens Spahn das sehr durcheinander wirbeln kann. Zum jetzigen Zeitpunkt heißt es, das ist nicht absehbar, das sehen wir nicht, aber was in 3 Monaten ist, könnte noch mal ganz anders aussehen, glaube ich. Wir merken, wie vielschichtig diese Debatte ist. Ich versuche mal zu sortieren. Wir sprechen über einzelne Personen, wir sprechen über das politische Umfeld, Sie haben die SPD erwähnt, und wir sprechen über zeitliche Abläufe. Vielleicht können wir uns diesen Kapiteln nacheinander widmen. Ich fange mal mit dem zeitlichen Ablauf an. Herr Feldenkirchen hat mit Recht gesagt, Umfragen sind Momentaufnahmen. Im Februar sah alles nach Laschet aus. Jetzt spricht man über Söder, Spahn, der auch schwierige Phasen hatte. In Corona hat gerade eine gute. Der Parteitag ist im Dezember. Herr Söder möchte, dass man den Kanzlerkandidaten erst im März bestimmt. Sie merken, da dehnt sich wie ein Kaugummi so eine Zeitachse, die von heute Mitte August bis über ein halbes Jahr hinaus in den März andauert. Wenn Umfragen
insbesondere Personenwerte so volatil sind, ja, wenn Laschet mal himmelhoch jauchzend, mal im Tal ist und die anderen umgekehrt, wie findet man dann als Partei den richtigen Zeitpunkt? Die Suche nach dem richtigen Zeitpunkt ist allein deswegen wichtig, weil ein Kandidat natürlich im Höhenflug starten muss. Ja? Also kann nicht jemand aufs Schild heben, der nur bei 20% Zustimmung als Kanzlerkandidat in Deutschland steht. Und diesen Moment abzupassen, das ist die Aufgabe der Union. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jens Spahn derjenige ist, der am ehesten aus der CDU zumindest Aufbruch verkörpern könnte. Stand jetzt können das weder Laschet noch Merz. Und Söder wiederum hat ganz eigene Interessen. Ich glaube, dem geht es vor allem darum, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Gar nicht so sehr, weil er das unbedingt selber werden will, sondern um sein Gewicht in der Union zu maximieren. Mhm. Herr Feldenkirchen, zum Zeitpunkt, zur Zeitachse. Ja, also ich glaube nicht an diese Spahn-Theorie und ich finde auch nicht, dass er was Macron oder Sebastian Kurzhaftes hat, aber das ist reine Geschmackssache. Nein, ich glaube, der... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass andere Länder, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es in anderen Ländern eine Bewegung gegeben hat, dass der Generationenwechsel eingeleitet wurde. Und das halte ich für nicht ausgeschlossen in Deutschland. Ich habe nicht gesagt, dass er ähnlich wie Macron oder wie Herr Kurz Politik macht. Aber dort fand er halt mit charismatischen Personen statt. Und jetzt haben wir erstmal diesen Termin im Dezember. Und da gibt es drei Kandidaten. Also das müssen wir schon sortieren. Das sind Friedrich Merz, das ist auch Norbert Röttgen. Der wird immer weggelassen, weil ihm nicht zugetraut wird, dass die CDU-Funktionäre da in großen Teilen hinter ihnen stehen. Und Armin Laschet. Und ich meine, diese Wahl wird nicht durch Umfragen entschieden, sondern da sitzen dann tatsächlich ein paar hundert Funktionäre, entweder digital oder physisch, in einer großen Halle im Dezember. Und die können nicht über Herrn Söder abstimmen, sondern müssen das Angebot nehmen, was für die CDU im Moment da ist. Und es ist schon klar, das Ansehen vor allem von Merz und Laschet ist jetzt seit dem Moment, wo sie ihren Hut in den Ring geworfen haben, im Februar nicht unbedingt gestiegen. Aber das kann sich auch wieder ändern. Die Themen im Herbst werden wieder andere. Ich glaube, es wird wieder mehr um Wirtschaftskompetenz. Wie kriegen wir die Volkswirtschaft wieder ans Laufen gehen? Also durchaus eine Chance für Friedrich Merz, sich auch mal wieder in die Diskussion einzubringen. Und Armin Laschet wird zwar nachgesagt, dass sein Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen nicht allzu optimal gewesen sei im Vergleich zu Herrn Söder. In Wahrheit haben NRW und Bayern allerdings eine ähnliche Bilanz. Und mit einer sich jetzt abzeichnenden zweiten Welle wird im Herbst dann auch noch mal geguckt, in welchem Bundesland denn die beste, die geschickteste Krisenpolitik gemacht wird. Also da ist für jeden noch eine Chance. Und ich sehe es tatsächlich so, wie es eben auch schon mal angedeutet wurde. Ich glaube, auch die Union kann sich durchaus noch etwas Zeit lassen mit dem Kanzlerkandidaten. Sollen sie doch erstmal die CDU-Parteivorsitzfrage klären. Und wenn dann ein halbes Jahr vor der Wahl man den Eindruck hat, naja, Friedrich Merz, Armin Laschet, wer auch immer das dann wird, hat durchaus selber Chancen. Oder aber die beiden müssen erkennen, ich habe leider überhaupt keine Chance, aber der Einzige, der für uns ein tolles Ergebnis reißen könnte, wäre Markus Söder. Dann werden, glaube ich, alle mit Friedrich Merz vielleicht ein kleines Fragezeichen, die Größe haben, denjenigen ins Rennen zu schicken, der für die Union die größten Erfolgsaussichten hat. Glaube ich, auch ein bisschen auseinanderdröseln muss. Die Beliebtheit in der CDU-Basis und bei den Delegierten auf diesem Parteitag ist ja eine andere Kategorie als die Beliebtheit in der Gesamtbevölkerung und die Frage, wen die Deutschen gerne zum Kanzler hätten. Also die CDU eine Machtpartei und schaut natürlich sehr genau hin, welche Politiker, welche Vorsitzenden eventuell später dann auch in der Bevölkerung durchsetzen können. Aber nach dieser wahnsinnig langen und intensiven und für die Partei natürlich zeitweise auch schlauchenden Merkel-Ära ist das ja jetzt auch eine Richtungsentscheidung, die man trifft in der Frage, wer der neue Vorsitzende wird. Das ist ja nicht nur, macht es der und macht es der und wie beliebt ist der, sondern es ist ja wirklich, das sind ja extreme Unterschiede. Also einer wie Laschet würde dafür stehen, das, was Angela Merkel schon mal mit Frau Kramp-Karrenbauer versucht hat, nämlich eine gewisse kulturelle, mentale Fortsetzung dieser Merkel-Jahre hinzubekommen. Die Frage ist, ob die Partei das eigentlich will oder ob die Sehnsucht nach jemandem
der viel kontroverser ist, der viel stärker ins Feuer geht, rhetorisch, der für was ganz Neues und irgendwie gefühlt Aufregendes steht, ob die nicht viel größer ist und ob dann das nicht bei diesmal die Chancen von jemandem wie Friedrich Merz doch erhöhen könnte. Wenn ich mich in den ostdeutschen Landesverbänden umhöre, ist es ganz eindeutig so. Sachsen-Anhalt hat ja schon vor der letzten Vorsitzendenwahl eine Testumfrage gemacht und eine Testwahl gemacht unter den eigenen Delegierten. Da hat Merz mit Abstand gewonnen. Ich höre da immer wieder ein großes Fantum für Merz. Das muss jetzt nicht in ganz Deutschland so sein, aber ich habe schon den Eindruck, dass es viele auch in der westdeutschen CDU gibt, die Lust auf was Neues und kulturell anderes haben. Ich würde den Punkt gerne vertiefen. Ich habe beim Thema Zeitachse den Eindruck, wir haben getitelt Union unter Zugzwang. Zumindest einige von Ihnen sagen, die werden sich noch Zeit lassen müssen und vielleicht ist die Entscheidung zu einem anderen Zeitpunkt leichter. Jetzt sprechen Sie etwas an. Unsere Sendung wird wie immer nicht nur in Radio und Fernsehen verfolgt, sondern natürlich auf den diversen Plattformen im Netz, in den sozialen Netzwerken, wo wir auch Ihre Kommentare verfolgen. Philipp T. auf YouTube geht eigentlich genau auf den Punkt. Er sagt, ist die Kanzlerfrage nicht geeignet, die Union zu spalten? Und ich führe das mal aus und dann können wir darüber sprechen, worum geht's eigentlich, was ist die Aufgabe für diese Figur im Parteivorsitz und in der Kanzlerschaft. Und da ist es ja so, dass in Ostdeutschland für die Union der Hauptgegner die AfD ist. Dahin sind die Wähler 2017 massiv gelaufen, während im Westen, wo die Bevölkerung sehr viel größer ist, der Hauptgegner in der Mitte sitzt. Die Grünen, vor allem die großstädtische Bevölkerung, schaut dort auf die Union. Das ist eine ganz andere Konkurrenz. Wie kann man denn das ausbalancieren, wenn die Erwartungen in unterschiedlichen Teilen Deutschlands an das politische Profil so gegensätzlich sind? In Bayern ist das ja der Versuch, den Markus Söder gerade unternimmt. Die CSU war eingeklemmt im Landtagswahlkampf 2018 zwischen den Grünen und der AfD. Söder hat irgendwelche Wahlgeschenke verteilt und die Leute haben trotzdem Grüne oder AfD gewählt. Söder ist mit der CSU dahin gegangen, wo er die Mitte vermutet. Der hat das nachgeholt, was Angela Merkel eigentlich schon vor vielen Jahren mit der CDU gemacht hat. Mhm. Und ich würde sagen, dass diese Jagd nach der Mitte, der Versuch der Definition, wo können wir Volkspartei bleiben, das ist die inhaltliche Frage, vor der die Union jetzt steht. Und die große Schwierigkeit ist, wie Martin Machowitz gesagt hat, dass diese Mitte in verschiedenen Teilen des Landes sich anders definiert. Mhm. Und die Frage wird sein, also wenn man programmatisch nicht mehr so leicht zusammenkommt, kann dann vielleicht eine einigermaßen charismatische Führungsfigur diese Dinge zusammenführen. Mhm. Wer kann diese Figur sein? Momentan wirklich, es drängt sich keiner auf und Söder, wenn man die Zahlen nimmt und sagt, er drängt sich gerade zahlenmäßig auf, hat trotzdem den Bayern-Malus, ja, hat er selber mal gesagt, die Deutschen tun sich schwer damit, aus dem Hofbräuhaus regiert zu werden. Also insofern eine etwas verfahrene Situation. Mhm. Frau Dunz, kann diese Spaltung, dieses Zerreißen passieren, das gerade gefragt wurde? Ja, ich kann mir eine sehr schwierige Situation für die CDU und die CSU vorstellen, wenn sie eben die Kanzlerkandidatenfrage nicht im Zuge der Parteitage und der Bestimmung des Parteivorsitzenden klären. Wenn wir jetzt mal annehmen, im Dezember würde der neue CDU-Vorsitzende dann feststehen und dann geht es 3-4 Monate darum, wer jetzt die Kanzlerkandidatur macht. Da, glaube ich, könnte man der SPD sozusagen mehr Ruhe kann man sich vorstellen, dass sie mehr Ruhe ausstrahlt. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich für die Union. Insgesamt ist Herr Scholz als Kanzlerkandidat der SPD ja sehr früh gestartet. Wir sind beim Thema Spaltung, aber Zerreißen der Union. Entschuldigung? Ich sagte, wir sind beim Thema Zerreißt es die Union? Das war die Frage aus Zuschauerperspektive. Herr Feldenkirchen. Ja? Entschuldigung. Ich glaube das nicht an dieses düstere Szenario. Und ich glaube, dass auch hier sich etwas verschoben hat durch Corona in den letzten Monaten, aber auch durch das Mitwirken einer anderen Partei. Herr Merz, der ja tatsächlich diesen Richtungskampf um das Profil, das Antlitz der Union wollte und das quasi in Aussicht gestellt hat, irgendwie wieder weg von der liberalen Merkel-Union. Angela Merkel hat uns quasi die AfD beschert und ich trete jetzt an und verspreche, die AfD mindestens zu halbieren. Das waren ja markige Worte, tatsächlich aus einem Empfinden heraus, oh Gott,
Wie lange bleibt die AfD so groß und wie oder wird sie eventuell noch stärker? Jetzt haben wir aber, wenn wir über schlagkräftige Opposition reden, denkt man bei der AfD in diesen Tagen mehr an Milzrisse, die sich gegenseitig zugefügt werden, als an tatsächlich eine inhaltliche Herausforderung an die etablierten Parteien. Also die AfD ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Das spiegelt sich auch in den Umfragen wider. Konnte man in dem Ausmaß von einem halben Jahr auch nicht wissen. Insofern glaube ich, dass die Kräfte, die all das, die Entscheidungen über das Personal, aber auch wohin geht die Union, zu einer so grundlegenden Richtungsentscheidung machen wollten, dass da der Eindruck rüberkommt, hier stehen sich quasi zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Ich glaube, das Momentum für diese Richtungsentscheidungsstimmung ist ein wenig rausgenommen und tatsächlich der Kurs von Angela Merkel, das Bedächtige, nichts übertreiben, sich aber auch nie festlegen, das gehört natürlich auch dazu, von allem ein bisschen die gepflegte Profillosigkeit, dass das jetzt wieder höher im Kurs ist und dass auch viele Mitglieder und Funktionäre sehen, dass man damit nachhaltig mehr Erfolg hat. Wobei genau das auch das Gefährliche sein könnte, ne? Der Umstand, dass die AfD sich gerade zerlegt und dass die Partei wie ein Stadel aus Dilettanten und Halbschlägern dasteht, das ist natürlich einerseits bringt das die CDU zu der Verlockung zu sagen, okay, wir haben doch die Probleme schon gelöst. Andererseits ist das aber natürlich gerade gefährlich, weil es die CDU nicht entbindet von der Verantwortung, sich jetzt mal zu fragen, was machen wir denn nach Angela Merkel? Und dass diese Frau und diese Ära eine wahnsinnige Lücke reißen werden, das ist ja total offensichtlich. Ich glaube, dass jede Partei der Welt nach so einer Zeit und nach so einer Kanzlerin Probleme hätte, sich neu aufzustellen. Ich glaube, dass man jetzt schon sehr ernsthaft diskutieren sollte, ob man kulturell genauso weitermachen will, wie man es bisher getan hat, oder ob man eben einen neuen Weg findet. Wobei ich versuche noch mal eine andere Perspektive reinzubringen. Wobei Frau Merkel 2005 als Verliererin und mit großen strategischen Fehlern im Kanzleramt gelandet ist und sich möglicherweise überhaupt nicht gehalten hätte, wenn Gerhard Schröder sie nicht am Wahlabend so unverschämt angegriffen hätte. Also da muss man natürlich auch sehen, was in 15 Jahren passieren kann. Ich will aber den Gedanken aufgreifen, den, glaube ich, Sie, Herr Deininger, eben einbrachten. Also da gibt es extrem unterschiedliche inhaltliche Erwartungen und kulturell sind die Landesteile sehr verschieden. Es geht um die Frage, ob man in der Mitte bleibt oder sich wieder verrückt. Ihre Perspektive war, am Ende geht es um eine charismatische Figur. Das ist etwas, was wir in der Tat in vielen Parteien, in vielen Ländern sehen, dass am Ende nicht die politische Verortung, sondern die Strahlkraft entscheidet. Frau Dunz, ich will die Perspektive auf vielleicht die wichtigste Aufgabe des künftigen Kanzlers richten, nämlich die Welt, in der man mit autoritären Führern wie Putin zu tun hat, mit einem amerikanischen Präsidenten, den wir noch nicht kennen, aber zumindest einer Zerrüttung des transatlantischen Verhältnisses, und wir in einer Europäischen Union sind, über die wir nicht wissen, ob sie zusammengehalten werden kann. Das, was Angela Merkel in den letzten Jahren am meisten zu leisten hatte, war ja auf der internationalen Bühne unsere deutschen, europäischen Interessen zu vertreten. Wenn man da auf die Kandidaten schaut, und dann können wir gern den Blick auch öffnen auf die Kandidaten anderer Parteien, haben wir dort jemanden, der dem vielleicht mit ein bisschen Training im Amt nachkommen kann? Sie haben ja gerade selber noch mal auf 2005 angesprochen. Da hätte man das Frau Merkel alles auch so gar nicht zugetraut. Und deswegen ist das immer sehr schwer zu sagen, wenn sich jemand noch nicht bewähren konnte, ob er das kann oder nicht kann. Das, was Herr Söder, finde ich, bewiesen hat in den vergangenen Monaten, war, Krisenmanagement zu präsentieren. Auch wenn er, wie man jetzt in den letzten Tagen eben gesehen hat, diese Pannen mit zu verantworten hat, die da gewesen sind, hat er bis dahin immer sich als Krisenmanager gezeigt. Die Zahlen in NRW sind übrigens besser. Es gilt ja als Königszahl, wie hoch die Todeszahlen sind. NRW hat da eine bessere Bilanz. Trotzdem hat Herr Laschet es nicht so gut kommuniziert wie Herr Söder, die schlechtere Bilanz in Bayern. Und ich glaube, dass das mit eine große Fähigkeit sein muss für einen Kanzler, der Krisen handeln kann und der den Bürgern das Gefühl gibt, er hat es im Griff. Das kann das Herr Söder und das spricht für eine Fähigkeit für ihn, womit ich nicht sage, dass er mit Herrn Putin oder Herrn Trump so umgehen könnte, wie die Kanzlerin das macht. Das muss sich alles entwickeln und
Ich glaube nur, dass er, was Krisenmanagement betrifft, das hat er bewiesen, dass er spannende das kann. Spannende These, Herr Deininger, Herr Feldenkirchen, danke. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass sich die Frage nach der Kanzlerkandidatur der Union und auch die Kanzlerschaft selber nicht nach einer Bilanz des Corona-Krisenmanagements im jeweiligen Bundesland des Aspiranten entscheidet, weil diese Vergleiche schwierig sind. Ja. Also in Bayern setzen sich die Zahlen von Anfang der Krise, die besonders hohen Zahlen, durch die Nähe zu Italien und Österreich fort, wird zumindest von Söder so angegeben. Da kann man drüber diskutieren. Ich glaube, man kann am Ende nicht schwarz auf weiß sagen, das eine Krisenmanagement war besser und das andere war schlechter. Was aber tatsächlich messbar ist, ist, ob die Menschen ein Grundvertrauen fassen zu demjenigen, der in ihrem Land die Krise managt. Und das hat, und vollkommen verrückt, wenn man bedenkt, dass Söder vor nicht mal 2 Jahren noch der Schurke im Asylstreit war, das hat er geschafft, und zwar in Bayern und durchaus auch über Bayern hinaus. Weil wir noch nicht wissen, ob das jetzt genau, durch diese Panne Risse bekommt. Absolut. Also der wird an Statur verlieren durch diese Panne, keine Frage. Aber diesen Sprung, den er gemacht hat, diesen nationalen Durchbruch, den er erlebt hat, diese grundsätzliche Wahrnehmung als jemand, der jetzt ein Faktor ist, auch auf Bundesebene, als CSU-Chef und als Ministerpräsident eines starken Landes, das wird er, glaube ich, behalten. Und wie vorher schon gesagt, wenn wir Anfang nächsten Jahres schauen, wer dann stark ist, wer dann das Vertrauen der Leute hat, also in einem noch längeren Testzeitraum, das wird derjenige sein, der sich aufdrängt. Feldenkirchen, Herr Machowetz. Ja, ich fand das hochinteressant, was die Kollegin Christina Dunst gerade gesagt hat über Schein und Wirklichkeit. Also sie und da spricht ja vieles für die tatsächliche Krise. Das tatsächliche Krisenmanagement in Bayern ist gar nicht so gut, aber durch Habitus, durch Auftritt, wenn man es böse sagen will, kann man auch sagen, durch das Erzeugen einer Illusion steht Söder als kompakter, guter Krisenmanager da, obwohl das in Wahrheit gar nicht so ist. Also ob das jetzt so eine wünschenswerte Eigenschaft ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und was den Umgang mit den zum Teil sehr schwierigen Herrschaften an den Spitzen mächtiger Länder in der Welt angeht, also da mache ich mir persönlich jetzt gar nicht so große Sorgen, ob da am Ende Herr Scholz oder Herr Laschet oder Herr Söder bei den internationalen Konferenzen da ist. Zumal die Lücke, die Angela Merkel dort hinterlässt, vielleicht auch ein bisschen verklärt groß gemacht wird. Ich meine, in Auseinandersetzung mit China oder auch mit Russland erleben wir eine zu großen Teilen eher unterwürfige, passive Kanzlerin. Sicherlich ihre bodenständige und uneitle Art, auch im Auftritt mit den mächtigen Machos auf dem internationalen Parkett. Das kommt gut an, das wirkt sympathisch. Dass sie dort aber den ganzen Herren dort die Ohren lang zieht und ihnen die deutschen Interessen aufzwingt, das habe ich in den letzten Jahren eher nicht erlebt. Ich wollte noch mal ganz kurz hinzufügen, dass ich glaube, dass Söder der einzige der Kandidaten ist, der für diese Versöhnung stehen könnte, der Lager. Ja? Also derjenigen, die sich nach einer deutlichen Erfrischung, nennen wir es mal so, sehnen und nach einem deutlich anderen Habitus und vielleicht auch einer anderen Streitlust und denjenigen, die irgendwie finden, man müsse jetzt die CDU auch mal mit dem Grünen versöhnen und man müsse es irgendwie schaffen, trotzdem irgendwie die Mittepartei zu bleiben. Und wenn ich mir Merz anschaue, dann glaube ich, dass der nach relativ kurzer Zeit selbst für seine treuesten Fans gerade im Osten eine große Enttäuschung sein könnte, weil er für alles steht, was besonders westdeutsch ist, wenn Sie mich fragen. Und ich glaube, die Leute werden dann auch darauf kommen, dass das vielleicht nicht der Mann ist, der ihn sozial und wirtschaftlich den Aufbruch bringt, den sie sich versprechen. Und bei Laschet ist es eben auch so. Ich glaube, der hat auf der Hochphase der Pegida-Zeit die Ostdeutschen noch beschimpft, dass die das sozusagen alles nicht richtig gelernt haben. Das wird schwer für ihn. Ich meine, dass Söder einer sein könnte, der beides mitbringt und beides hinkriegen könnte. Bevor ich eine Schlussrunde mit einer neuen Frage versuche, würde ich gerne, weil ich es auch hier in den sozialen Netzwerken als Rückfrage lese. Die Frage hier heißt, ist die CDU denn bereit, Söder als Kanzlerkandidaten zu unterstützen? Und vielleicht da auch die Perspektive für die Union, ist immer Nordrhein-Westfalen das wichtigste Land. Da holt sie mit Abstand die meisten Stimmen seit Stoiber. Mehr als im ganzen Osten, inklusive Berlin.
aus westlicher Sicht ist Söder natürlich kulturell schon jemand Fremdes. Also insofern finde ich die Frage spannend. Will sie gar nicht diskutieren, aber vielleicht, weiß nicht, Frau Dunz, mögen Sie einfach eine Antwort versuchen? Ist es denkbar, dass die CDU bereit ist, Söder zu unterstützen? Es kommt darauf an, ob sich die CDU zwischen Parteitag und Entscheidung Kanzlerkandidat zerlegt und wie die Kandidaten bei dem Parteitag in Stuttgart im Dezember auftreten. Jeder von ihnen muss sagen, natürlich will ich auch Kanzlerkandidat werden, sonst würde würden die Delegierten da nicht entsprechend mitziehen und die CDU wäre geschwächt. Sie muss diesen Anspruch erheben und möglichst gleich klar machen, wenn die Umfragen, das ist vorhin angesprochen worden, für den einzelnen Kandidaten sehr, sehr, sehr viel schlechter sein werden als für Herrn Söder, wird sie sich das überlegen. Auch das ist angesprochen. Die CDU ist eine machtbewusste Partei, die regieren will. Und am Ende wird sie den nehmen, der ihr die größten Chancen vermittelt. Dann würde ich gerne in der Schlussrunde den Blick weiten. Im Kern möchte ich von Ihnen wissen, wer für unser Land der oder die Beste ist. Fangen mit Ihnen an, Herr Machowitz, will aber Olaf Scholz mit reinbringen, der ja ungewöhnlich früh von der derzeit drittstärksten Partei den Titel Kanzlerkandidat bekommt. Obwohl man sich aus heutiger Sicht die Frage stellen muss, kann die SPD überhaupt so stark werden, dass sie eine Regierung führt? Aber da ist alles möglich. Dann hat gestern die Grünen-Spitze deutlich gemacht, eigentlich auch eine Revolution, dass es keine Urwahl geben wird, sondern dass Frau Baerbock und Herr Habeck untereinander ausmachen werden, wer die oder der Kandidat ist. Also da ist sogar noch eine Frau im Rennen, während die anderen stramm männlich aufgestellt sind. Naja, und über die Unionskandidaten haben wir gesprochen. Und jetzt mit Blick auf unser Land und auf die Anforderungen, wenn Sie den Blick weiten, wer ist der oder die Beste für die Republik? Ja, wenn ich das wüsste, ich glaube, dass was ich wirklich gut finde und was mir wirklich gut gefällt für diese Republik, ist, dass wir eine wahnsinnig spannende Zeit vor uns haben, in der es ein echtes Rennen gibt, in der es anders als auch schon bei vergangenen Bundestagswahlen eine Wahl geben wird zwischen ernsthaften Alternativen, zwischen Leuten, die völlig verschiedene Profile haben. Und ich glaube, das tut uns erstmal total gut. Wer dann der Beste ist, vielleicht wissen es die Kolleginnen und Kollegen. Ganz aber bestimmt. Ja, das wird der Wahlkampf auch weisen. Also auch Robert Habeck zum Beispiel oder Frau Baerbock bei aller Strahlkraft, die sich jetzt so in der politischen Debatte entwickeln, haben sie jetzt auch noch nicht auf höchstem Niveau in der Debatte bewiesen. Also ein darf guter ich, Wahlkampf darf ich wird einen, das alles einen Einschub machen. Ja. Ich habe die Frage auch gestellt, das habe ich nicht dazu gesagt, weil bei allen eigentlich durchscheint, wir haben es am Ende mit einer Vertrauensfrage für eine Person zu tun. Ja, also bei aller Flügel- oder inhaltlichen Diskussionen, aber so habe ich sie alle eigentlich verstanden. Am Ende geht es um die Glaubwürdigkeit und Strahlkraft einer Person. Sorry, habe Sie unterbrochen. Also ich glaube, was wir einberechnen müssen, sind die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Corona. Mhm. Das ist durchaus möglich, dass das die AfD doch noch mal stärkt. Dann bräuchte man vielleicht wieder anderes Profil als das, über das wir jetzt sprechen. Kann eine Wirtschaftskrise auch ein linkes Bündnis realistisch erscheinen lassen, was es heute gar nicht ist? Wenn das linke Bündnis besonders inspirierend daherkommt, ist das denkbar. Mhm. Sehe ich persönlich jetzt nicht kommen. Mhm. Okay, aber jetzt sind Herr Feldenkirchen und Frau Dunz dran. Und die sagen uns jetzt, was Herr Machowitz nicht sagen will. Die hatten ja wirklich auch jetzt Zeit nachzudenken. Ja, genau. Nein, also ich glaube, dass bei allen Kandidaten, reden wir über Olaf Scholz, reden wir über Laschet, über Söder, von mir aus auch noch über Merz. Ich glaube, da muss sich der Bürger keine große Sorgen machen, dass da vom Persönlichkeitsprofil so viel Problematisches wäre, dass man ihm eine Kanzlerschaft nicht zutrauen will. Wir reden übrigens wieder nur über Männer. Und wir reden nur über Habitus, über Auftritt und Performance, wenn es darauf geht. Ich fände es sehr spannend, aber dafür ist auch noch genügend Zeit, wenn alle Kandidaten, über die wir jetzt da reden, uns so ein bisschen mehr Futter geben, was die Inhalte angeht. Darüber wird kaum gesprochen, wofür jemand steht, welche Programmatik will er für dieses Land. Gibt es Visionen? Gibt es einen Gesellschaftsentwurf für eine Republik in 4 oder 5 Jahren? Und klar, es ist wichtig, das, was jemand verkörpert, wie er auftritt, das Zutrauen der Bürger erwächst darauf. Aber ich glaube, dass das Rennen am Ende so ganz ohne Inhalte auch nicht auskommen wird. Und da
wer kann den inhaltlichen Unterschied bisher zwischen Markus Söder und Armin Laschet skizzieren? Ich glaube, nur ganz wenige. In der Flüchtlingsfrage schon. In der Flüchtlingsfrage war das so, richtig. Über das, was Sie mit der CDU wollen oder mit der Union wollen, sind alle noch sehr zurückhaltend. Und da bin ich persönlich sehr gespannt drauf. Auch Herr Feldenkirchen drückt sich. Nicht so, Frau Dunz. Wobei, Sie haben sich eben ja schon fast bekannt, also am Anfang der Sendung. Haben andere Ihnen widersprochen, aber... Ja, vielleicht täuscht das manchmal, dass man sich gar nicht bekennen will, sondern nochmal jemanden näher beschreibt, wie auch jetzt, um nochmal auf den Punkt Olaf Scholz zurückzukommen. Er hat natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis als Finanzminister, der Milliardenprogramme bereits aufgelegt hat und jetzt so früh mit seiner Kanzlerkandidatur gestartet ist, dass man alles darunter subsumieren kann. Ein starker Mann, einer, der sich um den sozialen Zusammenhalt kümmern wird. Das Kurzarbeitergeld wird sicherlich über die Bundestagswahl hinaus verlängert, um beiden Seiten so einen Push zu geben, dass sie sich um das Land kümmern. Das spricht oder das kann eine Stärke von Olaf Scholz sein. Was für mich ganz entscheidend ist, ob die Grünen Herrn Habeck oder Frau Baerbock aufstellen werden, weil Frau Baerbock diejenige wäre, die sich eben auch abgrenzen kann von einer anderen Art der Politik. Und dass ich glaube, dass die Wähler, die die CDU wegen Merkel gewählt haben, eher gucken werden, wo finden sie das woanders und in dieser Hinsicht sich sehr genau angucken werden, wie Frau Baerbock das machen wird. Insofern glaube ich, das Rennen ist völlig offen. Und glaube aber auch, was Herr Feldenkirchen gesagt hat, das Profil ist der Kandidaten so, dass man nicht glauben muss, dass das Land untergehen wird, wer von ihnen auch Kanzler oder Kanzlerin werden wird. Ich fasse zusammen, der Druck auf die Union ist spürbar. Trotzdem glauben Sie alle, dass die Entscheidung noch Zeit hat und möglicherweise nicht so bald fallen wird. Am Ende wird die Strahlkraft einer Persönlichkeit entscheidend sein, aber auch die Umfragewerte zum Zeitpunkt der Entscheidung und, dann nehme ich Markus Feldenkirchen beim Wort, es seien Kandidaten im Gespräch, sodass wir uns als Land keine Sorgen machen müssten. Ich danke Ihnen herzlich für diese Runde. Hier geht es weiter mit Presseclub Nachgefragt, im Fernsehen bei Phoenix, im Radio bei WDR 5, in der ARD der Bericht aus Brüssel im Europamagazin, der auf die Corona-Lage in Europa schaut. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss und lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück. Presseclub Nachgefragt im Fernsehen bei Phoenix, im Radio bei WDR 5 und natürlich mit Ihren Bemerkungen im Netz. Ich fange mal in Siegen an. Da hat sich Karin Röcher-Erhardt gemeldet und Sie haben das Wort. Willkommen im Presseclub. Ja, guten Tag. Gruß in die Runde. Also was mir irgendwie etwas zu kurz gekommen ist, ist die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung, weil ich denke, egal wer Kanzlerkandidat wird, er wird sich viel mehr anstrengen müssen in Sachen der Lösung wirtschaftlicher Probleme, weil Corona, die Folgen von Corona sind leider noch lange nicht zu Ende. Wir werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres noch mit vielen Insolvenzen etc., Arbeitsplatzverlusten zu rechnen haben. Und da ist die Frage, wer könnte es da bringen? Da ist meines Erachtens letzten Endes, auch wenn das vielleicht so bisher nicht so rübergekommen ist, Herr Laschet mit Nordrhein-Westfalen im Rücken, doch irgendwie vielleicht der Mann, der da vielleicht die größte Möglichkeit hätte zu wirken. Frau Röcher-Erhardt, vielen herzlichen Dank. Das war eine Beobachtung, in der wir uns, glaube ich, alle einig sind, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und eine Antwort auf Ihre Frage. Insofern lassen wir das einfach stehen. Ich sage Danke und fahre nach Hamburg zu Christa Lucko. Guten Tag, Frau Lucko. Ja, guten Tag. Also ich habe mir meine Gedanken natürlich auch gemacht und das auf mich wirken lassen in der vergangenen kurzen Zeit. Da hat natürlich Herr Söder enorm gepunktet und auch bei mir. Ich sage aber trotz alledem, dass er die kleinsten und geringsten Chancen hat, weil er als bayerischer Ministerpräsident die Akzeptanz weder bei der CDU, wenn man es genau betrachtet, erhalten wird und auch nicht
bei den Journalisten, die auch sehr die große Meinung bilden bei der Bevölkerung. Mhm. Dann ein Beispiel dafür ist eben dieser Lapsus, der ja gar nicht ihm, aber eben unter seiner Regie passiert ist, das wird ausgeschlachtet schon bis zum geht nicht mehr. Im Gegenzug dazu, wenn jetzt jemand anders, zum Beispiel jetzt Herrn Scholz zu nehmen, was an Fehlern passiert ist, die er auch während seiner Oberbürgermeisterzeit, hier erster Bürgermeister in Hamburg und auch Finanzminister und jetzt mit dem Geld, das er verwaltet, aber Steuerzahlergeld, ja, rummacht, da wird überhaupt nichts Kritisches angemerkt. Das heißt, das ist ein Ungleichgewicht der Beurteilung. Hm. Diese anderen drei CDU-Kandidaten, okay, die sind im Grunde genommen gar nicht richtig in Erscheinung getreten. Das muss ja dann noch kommen. Ich würde nur sagen, man kann nur sagen, warten wir es ab. Aber Herrn Söder würde ich sagen, bleiben Sie in Bayern, bleiben Sie da erfolgreich. Ihre Botschaft ist angekommen. Wir haben noch viele in der Leitung. Insofern sage ich einfach Danke und Gruß nach Hamburg. Und gehe mal hier in unsere vielen Rückmeldungen im Netz und frage mal in die Runde. Auch die SPD und Olaf Scholz beschäftigt unsere Zuschauer. Die einen fragen, müssen die nicht bei der nächsten Bundestagswahl um die 10 oder um die 5% kämpfen? Und die andere Richtung der Frage ist, profitiert Olaf Scholz davon, dass die FDP jetzt blinkt und sagt, wir stehen als Partner zur Verfügung? Also wer möchte eine Einschätzung dazu geben? Herr Feldenkirchen hat schon den Mund geöffnet. Kann ich gerne machen, ja. Also ich glaube, es hat Vorteile für die SPD, Olaf Scholz so früh informiert zu haben. Vor allem, wenn man sich an den letzten Wahlkampf mit Martin Schulz erinnert. Da war das alles sehr viel unprofessioneller. Da hatten wir mit Sigmar Gabriel einen Parteivorsitzenden, der sich bis zur letzten Sekunde nicht entscheiden konnte, ob er nicht selber antreten kann. Dann hoppla die hopp, Martin Schulz daraus geschubst. Und das kam zwar in den ersten Wochen gut an, aber in Wahrheit war die Kampagne weder organisatorisch noch inhaltlich vorbereitet. Das hat sich dann früher oder später gezeigt. Insofern ist das jetzt alles ganz nüchtern und professionell geplant und das ist gut. Das Entscheidende ist, Sie haben es angedeutet, wird die SPD in diesem Wahlkampf das haben, was sie in den letzten drei Wahlkämpfen nicht hatte, eine Machtperspektive, irgendeine theoretische Möglichkeit, dass sie tatsächlich zusammen mit anderen Parteien mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament bilden kann in einer Koalition. Da fällt nach derzeitiger Umfragelage sowohl die Ampel aus als auch Rot-Rot-Grün, weil die kommen zusammen auf 40% oder weniger. Aber die Bereitschaft aller beteiligten Parteien an diesen theoretischen Bündnissen, diesmal das nicht vorher auszuschließen, das ist durchaus ein Gewinn für die SPD, weil bei den letzten Wahlkämpfen hat sich die SPD eher lächerlich gemacht, weil sie so wie die Stalker der FDP aussahen und sagten, ja, wir können auch Ampel machen und die Ampel wollte das gar nicht. Ja, nee, danke. Ich wollte ein bisschen Tempo reinbringen. Danke. Ich frage mal in Gelsenkirchen nach bei Mirko Kranefeld. Willkommen, Sie sind dran. Ja, Glück auf in die Runde. Ich sehe quasi für die Union neben der Großen Koalition nur noch eine realistische Machtoption mit den Grünen. Deshalb habe ich auch die Frage, mit welchen der vier potenziellen Kanzlerkandidaten der Union sich denn ein solches Bündnis am einfachsten und auch am glaubhaftesten realisieren lassen würde und warum. Ja, spannende Frage. Wer mag? Also aus der Not geboren würde jeder der CDU-Spitzenleute natürlich eine Rationale finden, warum er bei Schwarz-Grün vorn dran steht. Selbst Herr Merz hat es jetzt schon bemüht. Söder hat tatsächlich im letzten Jahr mit seiner Neuerfindung als Baumumarmer und Bienenfreund natürlich einen ganz großen Aufschlag gemacht. Ja. Kann man wieder fragen, was es sein und was es schein. Aber auch das haben ihm die Leute zumindest in Bayern abgenommen. Die Frage wäre, ob man das auf Bundesebene übertragen kann. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt bei Laschet und bei Söder mehr Potenzial für Schwarz-Grün als bei Herrn Merz. Mhm. Wir gehen zurück nach Hamburg. Da hat uns auch Martin Macker angewählt und ist jetzt dran. Herr Macker, willkommen. Einen wunderschönen Tag in die Runde. Ja, mein Anliegen bzw. meine Perspektive ist die große Sorge um die sich eskalierende Klimakrise und wird nicht zwangsläufig spätestens 2025 oder auch schon, wenn sich die Klimakrise weiter 2021 verschärft, möglicherweise das ökologische Thema viel mehr in den Vordergrund treten, als wir das uns im Moment zurzeit träumen lassen können. Herr
Frau Macker, ich bedanke mich. Die Leitung ist ganz schlecht, aber ich habe verstanden, dass Sie sagen, jetzt reden alle über Wirtschaftskrise, aber ist möglicherweise nicht Klima doch das beherrschende Thema schon nächstes Jahr oder spätestens 2025? Kann natürlich passieren. Corona liegt auch noch nicht hinter uns. Das sollten wir auch noch nicht ganz vergessen. Also ich habe das ja vorhin schon mal versucht anzudeuten. Ich glaube, die Bundestagswahl liegt noch so lange vor uns. Wir können heute gar nicht absehen, was das Thema sein wird, das dann kurz vor Toresschluss möglicherweise noch mal alles durcheinanderwirbelt. Ich glaube aber auch, dass die meisten Kandidaten, die hier gerade antreten, durchaus auf dem Schirm haben, dass das ein wichtiges Thema für uns ist. Ja. Darf ich kurz dazu noch sagen? Herr Macker, ja, bitte. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde, dass es jetzt schon vernachlässigt wird. Corona hat gezeigt, mit welch unglaublichen Anstrengungen man auf Krisen reagieren kann. So ist nie auf die Klimakrise reagiert worden. Und unter Umständen werden wir das alle noch schwer bereuen und bedauern, dass nicht zeitgleich, auch wenn die Kraftanstrengung groß wäre, ähnlich massiv gegen den Klimawandel Politik gemacht werden würde, als es jetzt getan wird. Deswegen, der Anrufer, bin ich sehr bei ihm. Das ist eine Krise, die wir jetzt schon nicht genügend auf dem Schirm haben und wo wir uns insgesamt dringend drum kümmern müssen, dass das mehr wird. Ja, danke an Sie, Frau Dunz, danke nach Hamburg, an Herrn Macker. Dahinter steckt ja so die Vermutung, ob nun Klima das große Thema der nächsten Jahre ist oder unsere wirtschaftliche Situation nach Corona. Christoph Hoh auf Facebook fragt, sollte die wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftskrise wirklich das Thema sein, hätte dann nicht Friedrich Merz die besten Chancen? Das ist auf jeden Fall eine Chance für ihn. Ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Also im letzten halben Jahr hat er eigentlich nichts Grundlegendes zur Debatte beizutragen. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, wie kommen wir da wieder raus? Wie können wir kleine, mittelständische Unternehmen retten? Da hat er sicherlich mehr zu sagen als zu Infektionszahlen und zur Pandemiebekämpfung. Jetzt gehen wir in die Heimat von Friedrich Merz, in Sauerland. Herbert Weiler in HEMA, guten Tag. Sie sind einen schönen guten Tag zusammen. Es geht um die Kandidaten. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass Herr Scholz es war, der in Hamburg als Verantwortlicher beim G20-Gipfel völlig versagt hat. Man zeigte Bilder, wie er in der Philharmonie sitzt mit seiner Frau und gleichzeitig hat Hamburg gebrannt. Das werfe ich ihm also heute noch vor. Das Zweite ist, der Herr Merz, wenn er die Medienpräsenz gehabt hätte, die Herr Söder hatte, wobei ihm Corona sicherlich sehr hilfreich war, dann wären auch die Umfragewerte von dem Herrn Merz besser. Und ja, das war es im Prinzip. Einerseits, Herr Scholz käme für mich nicht in Frage, aufgrund der Situation in Hamburg damals, wo er sich nicht als Krisenmanager hervorgetan hat. Und B, dass der Herr Merz so wenig Medienpräsenz hatte, das liegt auch sicherlich daran, dass seine Umfragewerte heute, man kann sagen, weit im Keller liegen. Ja. Das war mein Beitrag dazu. Ja, Herr Weiler, darf ich zurückfragen? Danke Ihnen auch. Aber zur Medienpräsenz nochmal. Sehen Sie da ein Versäumnis der Medien oder ist es einfach Friedrich Merz Pech, dass er halt im Moment nicht Politiker ist und kein Amt hat? Nein, ich sehe da kein Versagen der Medien, überhaupt nicht. Ich sehe Sie gerade auf dem Bild, Sie sprechen noch. Bin ich Ihnen jetzt ins Wort gefallen? Hallo? Sie können weiter sprechen. Wir sind per Ton in Echtzeit verbunden und per Bild also sehen Sie uns etwas später. Ich höre das nicht auf die Medien zurück, dass man also ihm verweigert hätte, beispielsweise an irgendwelchen Talkshows oder dergleichen teilzunehmen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, woran es liegt. Aber fest steht für mich, dass er, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, wie Herr Söder, so oft im Fernsehen und in den Medien aufzutreten, dass seine Umfragewerte mit Sicherheit woanders wären, als sie heute sind. Ja. Ja, das ist mein Beitrag dazu. Ja, nee, danke, Herr Weiler. Das ist eine wichtige Beobachtung, die also ich zumindest teile. Ich glaube, Kollegen, Kolleginnen in der Runde auch. Und jetzt bin ich in Lebach bei Dietmar Löw. Lebach ist im Schwarzwald, in Baden-Württemberg, oder? Nein, im Saarland. Im Saarland. Ja, willkommen. Ich freue mich über einen Zuschauer aus dem Saarland. Herr Löw, bitteschön. Guten Tag in die Runde. Ja, jetzt ist die Diskussion schon in die Richtung gelaufen. Und zwar befürchte ich fast, dass das Ganze auf den Herrn Merz zuläuft, weil es sind ja auch schon Stimmen laut geworden aus der Industrie, aus den Banken und so weiter und so fort. Nur ich befürchte, dass sich die CDU damit ganz schön aufs Glatteis begibt. Und zwar hat man ja in den letzten Jahren festgestellt, dass die Wähler weggebrochen sind, die Altwähler. Und die jungen Leute sind mit dem neoliberalen Kapitalismus gar nicht so sehr zufrieden. Es wird wieder Zeit, dass wir uns mehr auf soziale Marktwirtschaft besinnen und auf
das, was der Bevölkerung wirklich gut tut. Und da ist, glaube ich, der Herr Merz nicht das richtige Gesicht dafür. Er hat zwar gute Connection in alle höchste Ebenen der Finanzen und natürlich ist dort die Macht. Klar, das ist die eine Seite, aber andererseits sehen Sie sich doch mal die Welt an. Überall brennt Chaos. Das war mein Beitrag. Ich blicke auf die Uhr, ja, ist angekommen. Ich leite mal eine Frage draus ab. Kann er das abstreifen, seine berufliche Zwischenvergangenheit, frage ich in die Runde. Ich sehe es nicht kommen bei Friedrich Merz. Ich glaube, man hat schon die Gelegenheit als Politiker, sich neu zu erfinden. Aber im fortgeschrittenen Alter von Herrn Merz halte das für unwahrscheinlich. Also würde mich zumindest überraschen, wenn er es schafft. Und was man in der Zeit so einer schweren sozialen Schieflage, die auch droht, auch braucht, ist ja was Wärmendes und was fürs Herz. Und ob er das noch aufbringen wird, das ist auch die große Frage. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich lese mal die Frage von Thomas Feierabend aus Berlin vor. Wird man bei der CDU an der Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt festhalten oder führt das zwingend wieder zusammen? Der Anspruch muss auf jeden Fall sein, das wieder zusammenzuführen. Das war ja eine Sondersituation, dass die Kanzlerin 2018 gesagt hat, sie gibt den Parteivorsitz auf und zieht sich sukzessive zurück. Und ich glaube, der Anspruch muss sein und wird sein, das wieder zusammenzuführen. Okay, danke. Und dann Annegret Pantsch in Hagen in Westfalen. Frau Pantsch, wir sind kurz vorm Ende der Sendung. Wenn Sie Ihre Frage knapp formulieren, gibt es eine Chance auf eine Antwort. Ja, dann also statt das Zögern als Zaudern auszulegen, frage ich, könnte man es nicht auch als ein Indiz dafür oder könnte es nicht ein Indiz dafür sein, dass sich die beiden Schwesterparteien der Union über die Festsetzung und die Umsetzung der wichtigsten Ziele für die nächsten 4 Regierungsjahre noch ziemlich uneinig sind? Mhm. Ja, also kommen die nicht klar, was den Kandidaten angeht, weil sie nicht wissen, wo sie hinwollen. Das ist zugespitzt Ihre Frage. Das sind ja so viele Sachen, Pakete, die zu bearbeiten sind. Wir sind ja in so einer komplexen und schwierigen Situation weltweit wie noch nie zuvor in einer Regierungsperiode. Ja. Danke, Frau Pantsch. Hm, danke auch. Tschüss. Ich glaube, wir sind eigentlich in einer Schmusephase zwischen CSU und CDU. Also wenn wir zurückgehen zum Asylstreit, dann hat Söder da die Konsequenz gezogen. Natürlich sehr spät gelernt, aber immerhin gelernt, dass er ein besseres Verhältnis zur CDU will. Deswegen, glaube ich, wird es momentan an programmatischen Dingen nicht scheitern. Ich glaube auch, dass die CSU ihr Instrument der Politik der Erpressung, ja, für das sehr bekannt ist, in Anführungszeichen Ausländermaut etc., jetzt erstmal spärlich einsetzen wird. Insofern glaube ich, Programmatik wird nicht im Weg stehen. Herr Machowitz, aber ich finde die Frage interessant. Wird der Kandidat, wenn er gekürt ist, die Inhalte bestimmen? Oder wird der Parteitag auf die Inhalte gucken und dann den Kandidaten auswählen? Ich glaube, das geht ganz klar danach, welcher Kandidat in Frage kommt. Und danach werden sich dann die Inhalte ausrichten. Es gibt ja den Fehler, den die SPD regelmäßig macht, sich erst inhaltlich festzulegen und dann den Kanzlerkandidaten zu suchen, der dazu gerade nicht passt. Und das passiert der CDU glücklicherweise nicht so häufig. Also glücklicherweise aus Sicht der Union. Ich glaube, genau danach wird sich's richten. Wer Parteichef wird, wer Kanzlerkandidat wird, der bestimmt die Ausrichtung. Bedanke mich für diese kompetente Runde. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Danke nach Berlin, auch an die Kollegen der Technik.